Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte. Auditore führte mich her. Rebecca, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, das Spiel schließt, wie man merkt, direkt an Let's Play Assassin's Creed 2 an. Wir befinden uns in der Gruft in Rom und ja, jetzt ist die gute Göttin hier gegangen und wir müssen uns jetzt irgendwie wieder aus Rom rausmachen. So, schauen wir erstmal, ob da vorne noch der gute Rodrigo Borgia liegt. Ja, scheinbar nicht so. Der scheint abgehauen zu sein. Und wir tragen die Rüstung von Altair. Das ist natürlich auch schön, dass sie das so gemacht haben, dass man direkt die mächtigste Rüstung trägt. Auch wenn das ja im Prinzip nur optional war im zweiten Teil.
Tja, und der Staat sagt sich jetzt, nee. Du kommst hier nicht raus. Besser im Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Gut, ja, jetzt immer wieder natürlich wie immer. In so einem kleinen Tutorial, als erstes wird uns das Adlerauge erklärt, dann wie wir klettern. Ja, muss man jetzt natürlich einfach, sag ich mal, über sich ergehen lassen, auch wenn man die anderen Spiele natürlich schon so gut gespielt hat, dass man das eigentlich können sollte. Ja, Assassin's Creed Brotherhood spielt sich an sich fast genauso wie Assassin's Creed 2. Es gibt ein paar kleine Änderungen, aber zu denen komme ich dann noch. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleib mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Ja, wenn du das sagst. Also hinter unserem Onkel Mario Auditore. Ja, jetzt erklärt man uns, wie man rennt. Das ist nicht wirklich schwer. Erstmal aus der guten Gruft hier wieder raus. Che cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen! Ihr habt diese heilige Stätte geschändet! Ihr verdammt, was ihr nicht versteht! Wir müssen gehen, Ezio. Los! Ja. Machen wir mal. So, jetzt wird uns noch erklärt, dass wir Leute freundlich beiseite schieben können, indem wir B gedrückt halten. Alles schon bekannt, aber man muss es ja alles nochmal wiederholen. Ich meine, falls jemand die Vorgänger natürlich nicht gespielt hat. Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Ja, dafür ist sie da. Ne? Sag ich ja immer. Sonst würde sie ihren Zweck nicht erfüllen. So, einmal hier durch. Guten Tag. So, sind wir jetzt endlich draußen hier? Also reinkommen war irgendwie einfacher. Sei bereit zum Kampf. Natürlich. Was Freunde, wie geht's euch? Dich treffen, so wie es aussieht. Nicht schlecht, alter Mann. So, Kampfsystem funktioniert quasi genauso wie früher. Allerdings gibt's noch eine kleine Änderung, die macht das Ganze nämlich noch einfacher. Wenn man einen getötet hat, kann man direkt den nächsten angreifen und mit einem Schlag töten, egal was er für eine Rüstung hat. Ich finde das ja ziemlich nervig, weil dadurch macht das ganze Spiel nochmal einfacher. Seht ihr, also, das ist ein bisschen witzlos, finde ich, ja. Aber na gut, ich akzeptiere das jetzt einfach so, wie es ist. Unser Onkel ist ja natürlich wieder total auffällig. Junge, mach doch mal nicht so ein... mach doch mal nicht so auffällig. Zu viele, es sind zwei, mein Freund. Warum ist das zu viel? Und ich habe komischerweise 53.000 Flori. So, jetzt wird uns nochmal erklärt, wie wir klettern. Ich weiß nicht, warum ich gerade 53.000 Flori habe, aber naja, gut. Muss man ja nicht wissen. Vielleicht guckt sich das, ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich denn am Ende von Assassin's Creed 2, aber ich glaube, es waren nicht 53.000 Flori. Aber es kann ja sein, dass es vielleicht die Save-Dateien vom letzten Assassin's Creed 2 Spiel übernimmt und da deswegen wir auch vielleicht die Altairs Rüstung haben. Das kann ja eventuell sein, ich weiß es nicht. Sollte ja auch nicht so schwer sein, das zu bewerkstelligen. Ach, natürlich noch mehr. Ihr habt da alle gar keine Chance. Wir hauen die alle mit einem Schlag um. Ist doch mal witzlos hier. Das sollen die Wachen sein des Papstes? Ja, komm, kletter. Huch. Ach, jetzt habe ich vergessen, A zu drücken. Ja, ich bin ein bisschen im Assassin's Creed 3 spielen. Da darf man kein A mehr drücken beim Klettern. Ansonsten kann es sogar eher hinderlich sein. Jetzt muss ich mich hier wieder umdenken, wie man das Ganze spielt. Ja, das kann schon mal passieren. So. Du springst da lang, gut, dann hinterher. Wo willst du eigentlich hin? Ich dachte, wir wollen hier raus. Und alle hopp. Achso, wir wollen da bestimmt auf den Turm hoch, oder? Warum auch immer wieder hoch wollen, aber na gut. Ach, komm, kletter mal ein bisschen schneller, Ezio. Oder Onkel Mario. So, alle hopp.
Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Danny. Spring! Ubisoft präsentiert. Ja, wie schon erwähnt, Assassin's Creed Brotherhood. Und wir haben den Apfel jetzt an unseren Onkel gegeben. Also, Ezio wollte jetzt natürlich überlegen, ob er den Apfel versenkt oder behält. Tja, die Entscheidung schien nicht so einfach zu sein, denn der Apfel ist ja immer ein ziemlich gutes Mittel, um Gegner zu bekämpfen, sag ich mal. So, und jetzt sind wir wieder in Monte Regioni, Januar 1500. Ach, die gute alte Monte Regioni Villa. Und dann sprach Minerva von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Huch, da schießt jemand. Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Na gut, dann zeigen wir mal denen, wie das geht. Wir können ja sowieso alles, sag ich mal. Nun gut. Ja, jetzt sind wir wieder in Monte Regioni. Oh, jetzt hängt da sogar das Assassinenwappen über der Tür. Ein bisschen geändert ist es natürlich im Gegensatz zum Vorgänger. Ich glaube, so sah es vorher nicht aus. Zumindest nicht ganz. Aber na gut. So, steigen wir jetzt endlich vom Pferd ab hier. Da, das Assassinenzeichen, damit auch jeder weiß, das ist eine Stadt der Assassinen. Warum reiten wir mit... Ezio! Da, das ist Ezio! Ja... Ja, hallo, meine Damen. Schön, nach Hause zu kommen. Hallöchen, hallöchen. Nur dank dir. Bruder. Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's, Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Ja, achso, jetzt können wir was machen. Ich glaube, jetzt müssen wir bloß erst noch ein paar Nebenquests machen, bevor wir weitermachen können. Beziehungsweise nicht Nebenquests. Wir müssen jetzt so ein paar Kleinigkeiten hier erledigen. Ja, das System ist wie früher. Was denn jetzt? Ich will nicht rauszoomen. Ach, ich habe die falsche Taste benutzt, deswegen... Ah. So, ja, wir müssen jetzt hier drei kleine Erinnerungen. Das ist, wie gesagt, wir befinden uns noch im Tutorial. Deswegen werden wir jetzt noch so ein paar kleine Erinnerungen machen müssen. Ja, im Gegensatz zu uns ist das jetzt, also im Gegensatz zum Ende von Assassin's Creed 2 sieht das Ganze jetzt natürlich wesentlich schöner aus, weil, nun ja, weil sie gedacht haben, man baut die Stadt immer auf, das habe ich aber gesagt. Eine Armee sollte mir helfen, aber nicht einer. Ja, ich habe es ja für nicht nötig gehalten, die Stadt wieder aufzubauen, man hat es gemacht. So, hier, helfen wir mal der jungen Frau. Jedes Mal das... Das gleiche, ja. Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Boah. Eine ganze Kiste Blumen schleppen. Ja, bloß nicht zu viel. Oh. Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt... Ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh,
Was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht. Das war ich. Oh nein. Tja, du kennst mich nicht. Das soll eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Ja, ist ja nicht mehr viel. Na dann, was hast du jetzt für mich? Wir wissen ja alle, worauf das hinausläuft. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Ja, wenn sie das sagt, ne? Naja. Gut, weiter geht's. Ich glaube, wir müssen noch zwei weitere machen, ne? Ja, genau, zwei weitere. Wie gesagt, das ist alles noch Tutorial, damit wir später das Ganze nicht machen müssen. Ich meine, wir haben schon mal... Das war jetzt im Prinzip die Mission, die wir damals ja auch mit Leonardo gemacht haben, als wir ihm seine Bilder nach Hause, zu uns nach Hause schleppen sollten. Wie gesagt... Ich mag die Tutorial-Mission zwar nicht so, aber man muss sie halt mal machen. Nun gut, was muss ich hier machen gleich noch? Ich weiß es nicht mehr. Was wolltest du von mir? Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Gott segne euch. Ja, so, wie macht man das jetzt gleich noch? Wir haben kein Pferd, das ist blöd. Okay, wir müssen irgendwie uns draufsetzen. Pferdchen, wie soll ich das denn einholen? Ich habe ja blöderweise... Achso, das bleibt stehen, teilweise. Ja, Gott, wie soll denn das gehen? B drücken, um aufzusetzen. Ach. Das ist blöd, wenn das Pferd... Ich kann doch einfach hier hinten warten, wo es stehen bleibt. Komm mal her. Komm her, mein Gutes. Oder das wartet, bis wir da sind. Das ist natürlich blöd jetzt. Ja. Alle. Hopp. Na, warum setzt du dich nicht auf? Ich habe doch B gedrückt. Na. Vielleicht muss ich langsam laufen. Komm her, komm her. Jawohl. Damit haben wir dich wieder. Naja. Gut, jetzt eine eher nervige als sinnvolle als spaßige Mission. Aber ich meine, muss man auch mal machen. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Naja. Was wie wir schon gesehen haben, könnte das nicht ganz richtig sein, dass der Ezio denkt, dass jetzt schon seine Schlachten geschlagen sind. Ach ja, mal übrigens ein neues System. Wir können schneller auf die Dächer. Mithilfe dieser... Ja, Seilzüge. Aufzüge nennen die sich hier. Ja, ob man die jetzt als sinnvoll betrachtet oder nicht, mag man auch davon halten, was man denkt. Aber naja, gut, damit kommt man immerhin schneller auf die Dächer, aber die gibt's halt nur recht vereinzelt, so, leider. Das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Das mache ich mit links, so einen Typen zu finden. Mein Gott, das dürfte ja wohl nicht so schwer sein. Zumal es uns auf der Karte angezeigt wird, wo er ist. Nun ja, den Ingenieur finden. Ja, der ist zum Glück nicht weit weg. Ech. So, ich weiß nicht, was das mir jetzt zeigt. Ich glaube, den Umgang mit den Kanonen werden wir hier lernen. Salve, Messere. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Ach, seine Babys wahrscheinlich, ne? Ja, immer diese verrückten Leute hier. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuer. Ach, eine Eskortiermission ist das. Doch man braucht Feingefühl, muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier.
aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt oder euch auch vor, Pistole, eine ne? Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Das können wir ja lustigerweise schon. Ich hab da so eine hübsche Pistole. Na gut. Jetzt sind wir endlich da. Ja, Eskortiermission ist in dem Falle natürlich relativ einfach, da uns niemand angreift, aber na gut. So, jetzt reparier mal bitte die Kanonen, mein Freund. Tu es bitte. Sofort. Was danke. Habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Ja, jetzt sollen wir im Prinzip nochmal mit der Kanone üben. Gut. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Das sollte relativ einfach sein, das hinzukriegen. So, was muss ich erfüllen zum Feuern? Dann lädt der gute Mann nach und wir zielen aufs nächste. Das wird noch wichtig, wie man sich denken kann. RT zum Schießen. Ich denke immer B zum Schießen, aber es ist RT zum Schießen. Nun gut. Jetzt habe ich natürlich blöd angefangen, jetzt gehe ich darüber. Und Feuer! Was, das war daneben? Ach, blöder Felsen, der im Weg ist. Die Richtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. Ja, ja, halt du mal deine Luft an, mein Freund. Junge, Junge, hat der mich jetzt hier... Jetzt will der mich hier noch beleidigen, weil ich einmal nicht treffe. Wieder was kaputt. Und jetzt darunter den letzten... Alle mal... Oh, das steuert sich ein bisschen seltsam. Tschüss, ihr Idioten. Perfekt. Ihr... Was auch immer das für Ziele sind und wer die da aufgestellt hat. Weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Was, noch eine Kanone? Oh, ich schön. Muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Gut. Tja, als nächstes wollen wir jetzt natürlich zu Claudias Geburtstagsfeier, von der wir ja eigentlich nichts wissen sollten. Aber wie wir zu dieser Geburtstagsfeier gehen und wie wir den ganzen anderen Leuten sagen, was in Rom passiert ist, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Bis dahin. Ciao.